Gotik. In der Gotik wendet sich der Blick nach oben. Die neue Kathedrale sollte weit in den Himmel ragen, um Gott nahe zu sein, aber auch um Reichtum und Bedeutung der Bauherren darzustellen. Der gotische Stil ist eine Neuschöpfung ganz ohne antike Einflüsse. Die ersten gotischen Kirchen entstanden im Norden Frankreichs. Chartres ist eine dieser wegweisenden Kathedralen der Frühgotik. Wichtig waren den Erbauern die eindrucksvolle Fassade mit zwei Türmen, mit einer waagerechten Königsgalerie, einem Rosenfenster und drei mächtigen Portalen. Jedes der drei Portale wird gekrönt von einem Tympanon, dem halbrunden Feld über den Türen. Die Türen und das Tympanon sind wiederum umgeben von gestaffelten Reihen von Skulpturen. Die Figuren der Westfassade von Chartres gehören zu den bedeutendsten der frühen Gotik. Die schmalen, überlangen Körper der Figuren vor den Säulen vermitteln den Eindruck von überirdischer Entrücktheit. Mit der engen Armhaltung und den linearen, anliegenden Gewändern bleiben sie ein Teil der Säulen. Der neue Baustil wurde eine Erfolgsgeschichte. Innerhalb von nur 100 Jahren hatte sich die Gotik in ganz Europa verbreitet. Im Norden Englands entstand zu Anfang des 14. Jahrhunderts dieses kleine gotische Minster in der Stadt Beverley. Nicht weit davon entfernt, in York, beeindruckt die mächtige Kathedrale die Besucher mit ihrem ungewöhnlichen flamboyanten Maßwerkfenster. In Köln plante Erzbischof Konrad von Hochstaden eine Kathedrale im französischen Stil. Natürlich größer und höher als alle anderen sollte sie sein, denn die gotische Kathedrale ist der Wolkenkratzer ihrer Zeit, die ihrem Erbauer Bedeutung verleiht. Eine gotische Kathedrale ist ein Monument, das vor allem von innen wirken sollte. Der erste Eindruck ist der von atemberaubender Höhe. Mauern weichen großen Fensterflächen. Die Last der schweren Decken wird verteilt auf Kreuzgewölbe und Säulen. Die Rippen der Säulen sind das Skelett, die Mauern nur wie eine dünne Haut, die den Raum umfängt. Von außen halten Stützstreben die Wände, um die Kräfte, die auf den Bau wirken, zu verteilen. Nur eine Strebe zu wenig und das ganze luftige Gebilde könnte wie ein Kartenhaus einstürzen, denn unglaublicher Druck lastet auf den Wänden. Diese Streben sind nicht nur statische Notwendigkeit, sie gliedern den Baukörper und gehören zum Erscheinungsbild der gotischen Kathedralen. Schmuckelemente wie Wimperge und Fialen lösen die Konturen auf und lassen den Blick nach oben streben. Das Licht, das durch die Maßwerkfenster fällt, verleiht dem Innenraum eine fast unwirkliche Stimmung. Die Axtkapelle mit dem Bibelfenster, dem ältesten Fenster im Kölner Dom, stellt die Geschichte des Alten und Neuen Testaments dar. Bibelgeschichten, die den Kirchgängern vertraut waren, auch wenn sie die Fenster niemals so aus der Nähe betrachten konnten. Glas ist ein sehr zerbrechlicher Werkstoff. So ist es kaum verwunderlich, wenn wenige Fenster die Jahrhunderte ganz unbeschadet überstanden. Immer wieder müssen die delikaten Teile ausgebessert oder erneuert werden. Die Fenster wurden 1880 zum ersten Mal eingesetzt, im Krieg leider zerstört, und wir haben nur noch zwei Originalfenster.
Und nach denen rekonstruieren wir jetzt und natürlich nach den Originalvorlagen, die wir auch farbig haben, dieses Fenster, damit die Turmhallen wieder einen Gesamteindruck kriegen, wie sie früher eben zur Fertigstellung des Doms dann waren. Baumeister, Steinmetze, Bildhauer und Glasmaler arbeiteten schon zur Zeit der Entstehung der gotischen Kathedralen in Bauhütten eng zusammen. Anders war die Zusammenarbeit der vielfältigen Gewerke an so einem monumentalen Bau gar nicht zu realisieren. Die Bauhütte des Kölner Doms ist heute noch in Betrieb. Immer wieder gibt es Teile, die ersetzt oder ausgebessert werden müssen. Auch wenn heute die Arbeit durch technische Hilfsmittel erleichtert wird, so wird immer noch genauestens an jedem Werkstück gearbeitet. Ob Fiale oder Wasserspeier, alles wird detailgetreu erneuert. Ja, bei der vorliegenden Figur handelt es sich um eine Bogenaufnehmerfigur, die am Ende eines gotischen Bogens saß, als eine Art Konsole, und die eben einen Schaden davon getragen hat, weil der vordere Teil dieses Tieres doch abgebrochen war. Nun wäre es sehr kompliziert, nochmal von dem ganzen Stein ein Modell anzufertigen, weshalb der Bildhauer hier mit Gips die fehlenden Teile nachmodelliert hat, ergänzt hat. Und so kann man jetzt von diesem Block mit dem ergänzten Teil eine 1:1 große Kopie anfertigen und am Dom wieder versetzen hinterher. So ist der monumentale Kölner Dom mit Hilfe der Bauhütte ein sich immer wieder erneuerndes Gesamtkunstwerk. Ein weiteres Kunstwerk der Spätgotik ist die Kathedrale von Reims. Bei weitem nicht so groß wie der Kölner Dom, besticht sie durch den besonders reichen Figurenschmuck der Fassade. Vom Wasserspeier bis zu den Skulpturen des Portals ist jede Figur ganz individuell und eigenständig gestaltet. Die Skulpturen am Königsportal gelten als der Höhepunkt der Gotik. Die Körper sind nicht mehr linear wie in Chartres, sondern bilden eine leichte S-Kurve, die den Figuren Bewegung verleiht. Dies unterstreicht auch der reiche Faltenwurf der Gewänder, die vor dem Körper gerafft die Skulpturen aus dem starren Umfeld der Mauern lösen. Die gleiche Haltung wie ihre steinernen Vorbilder zeigt die Jungfrau Maria, die Hauptfigur im Marienaltar des Johannes Meisters aus Hildesheim. Flügelaltäre waren ein beliebter Schmuck in gotischen Kirchen. Manche wurden nur an hohen Feiertagen geöffnet, um sie den Gläubigen zu präsentieren. Der Begriff Gotik stand vor allem für Architektur. Deren Stilelemente beeinflussten auch die Malerei, bis hin zu dem typischen Zierwerk, das die Figuren einrahmt. Darstellungen aus dem Spätmittelalter zeigen die einmaligen Fresken des Castello della Manta. Dargestellt sind allegorische Figuren, doch deren Kleidung entspricht ganz der Mode der Zeit. Hermelinbesetzte Mieder, vielfältige Hauben und Zierat. Vorbild der modischen Damen war auch damals Paris, die Mode am französischen Hof. Die Fresken wurden Anfang des 15. Jahrhunderts ausgeführt, zu einer Zeit, als sich bereits etwas weiter südlich große Veränderungen in Kunst und Architektur vollzogen.